Hallo und alle Gartenfreunde und herzlich willkommen im bunten Nutzgarten und zum nächsten Video. Heute mal ein etwas kürzeres Video. Ich nehme euch mal mit in die Kürbisernte. Das ist jetzt hier mal so ein Vertreter, ein Butternut-Kürbis, die Sorte Waltham Butternut. Die sind wirklich in diesem Jahr unfassbar gut. Ich habe in den letzten Gartenrundgängen auch schon immer mal wieder darüber gesprochen. Ich habe viele Probleme dieses Jahr mit vielen Kulturen gehabt. Entweder war der Anfang des Sommers zu trocken und zu warm, oder Mitte und Ende des Sommers zu kalt oder zu nass. Aber wenn eine Kultur dieses Jahr wirklich richtig gut gewachsen ist, dann sind es die Kürbisse generell und die Butternut-Kürbisse ganz besonders. Die nächste Nacht, wir haben jetzt so die letzten Septembertage, die nächste Nacht wird es schon ganz kritisch beim Thema Bodenfrost. Je nachdem, wo man schaut, sind Bodentemperaturen von teilweise 2 Grad, 3 Grad, teilweise nur 1 Grad vorhergesagt. Deshalb will ich heute mal den Großteil der Kürbisse ernten, der wirklich schon reif ist, dass für den Fall der Fälle, dass es eben doch 2 Grad kühler wird, wenn nicht die ganze Kürbisernte verhagelt. Die sind wirklich relativ lange lagerbar, aber dazu nochmal am Ende vom Video. Jetzt hole ich mir erstmal die Schubkarre und mache hier mal ein paar Kilo ab. Neben den normalen Butternuts habe ich hier auch noch diese Trombetta, die Albenga-Kürbis, Riesen-Butternuts. Das ist jetzt der kleinste Vertreter davon. Ich habe heute Morgen schon mal den ganz großen geerntet. Also da muss ich sagen, tolle Sorte, gibt es auch ein eigenes Video drüber. Und dann habe ich noch 2 Spaghetti-Kürbispflanzen gehabt. Da sind die meisten schon ab, die sind immer etwas früher. Sind aber, glaube ich, auch noch 1 oder 2 drin. Und jetzt geht mal die große Ernte los. Es war hier das Stück, was komplett voll ist mit Unkraut mittlerweile. Seitdem das Laub von dem vielen Regen abgestorben ist, ist da wirklich viel Unkrautwuchs drin. Aber das sollte die Kürbisse dann beim Reifen nicht stören, deshalb habe ich hier auch eigentlich gar nichts mehr gemacht. Weder gegossen, noch gedüngt, noch gehackt, noch Unkraut weggemacht. Also das macht hier eigentlich seit 2 Monaten, knapp 3 Monaten, was es will. Und der Ertrag ist wirklich super. Und jetzt gehen wir das Ganze mal Stück für Stück durch. Bin gespannt, wie viel es am Ende wird. Ja, mit Sicherheit über 100 Kilo. Also das ist wirklich so eine Geschichte dieses Jahr. Da muss man im ganzen Garten gucken, weil die teilweise 10 Meter weit nach da drüben gerankt sind. Und jetzt alleine nur hier direkt am Beet, und ich bin noch lange nicht durch, ist die Schubkarre jetzt schon fast voll. Also ich bin wirklich begeistert über diese Menge dieses Jahr. Aber eben auch, wie groß sie dieses Jahr geworden sind. Ich denke wirklich, dass da sehr viel an der Nässe im August gelegen hat. Normalerweise würde ich mal behaupten, ist der Schnitt bei mir ein bisschen mehr als halb so groß wie das hier. Und Kürbis ist eine Kultur, die bei mir grundsätzlich sehr gut wächst. Und dann in diesem Jahr wirklich dieser Ausreißer. Gerade wenn so viel schiefgelaufen ist, ist das natürlich eine super Sache, dass da Ende der Saison noch mal so was Versöhnliches kommt. Und die Schubkarre füllt sich immer und immer weiter. Ich glaube, das hier war jetzt wirklich der größte von den normalen Butternuts. Unfassbar. Also das ist jetzt so ein Vertreter. Das ist so die Größe, die ich normalerweise bei Butternuts habe. Und dann zum Vergleich, so einen hier nebendran ist natürlich der Wahnsinn. Ich meine, das müsste jetzt der letzte wirklich Vollreife gewesen sein. Aber es sind auch immer noch einige dabei, die noch nicht ganz reif sind. Also es sind immer noch mehrere, die noch ein bisschen ausreifen müssen. Ich habe jetzt ungefähr noch mal 10 Stück gezählt. Die brauchen jetzt noch ein bisschen. Da hoffe ich natürlich, dass jetzt wirklich kein Frost kommt. Und dann werden die mit Sicherheit auch noch. Und auch 2 Spaghetti-Kürbis habe ich noch gefunden. Da wirklich die Ernte schon, ich glaube, Anfang August angefangen. Und dann hauptsächlich im August bis teilweise Anfang September. Das werden jetzt wahrscheinlich die 2 letzten sein. Einen habe ich noch gefunden, der nicht ganz reif ist. Vielleicht wird er auch noch. Aber die kommen jetzt auch noch dazu. Also ich muss sagen,
damit kann man doch ganz zufrieden sein. So schwierig dieses Jahr in vielen Bereichen auch war, Kürbisse sind wirklich sehr, sehr gut gewachsen. Alle Sorten, die ich dieses Jahr hatte. Nochmal eine kurze Erklärung, warum bei mir keine Hokkaidos mehr wachsen. Zum einen sind Hokkaidos bei mir wirklich im Ertrag sehr, sehr schlecht. Ich habe schon viele verschiedene Sorten ausprobiert, hatte schon Jahre, die sehr trocken waren, Jahre, die sehr nass waren. Und ich hatte nie mehr als maximal 2 Stück pro Pflanze. Bei den Butternuts hier, ich muss sie nochmal zählen, ich meine, es wären 3, 4, maximal 5 Pflanzen gewesen. Waren mit Sicherheit Minimum 5 oder 6 Stück an einer Pflanze, die zusätzlich auch noch mehr Gewicht haben, also allein in Sachen Ertrag. Dann ist es so, dass ich die Butternut-Kürbisse auch besonders gerne mag, weil eben nur in diesem unteren Bereich hier die Kerne sind und der komplette Bereich hier oben festes Kürbisfruchtfleisch ist. Damit kann man von dem, was ich gerne esse, deutlich mehr anfangen. Ich bin nicht so der Kürbiscremesuppen-Fan, sondern vor allen Dingen als Ofengemüse oder als Gemüse gekocht. Oder ich mache auch sehr gern Kürbiskuchen. Mal gucken, vielleicht teile ich da auch irgendwann mal ein Rezept. Aber eben dieses Fruchtfleisch hier ist das, was ich am Kürbis besonders gerne mag. Auch hier beim Trombetta, die Albenga, ist es so, dass dieser komplette dünne Bereich durchgehendes festes Fruchtfleisch ist. Und da mag ich einfach die Butternut-Kürbisse um einiges lieber als Hokkaidos. Ich hatte auch schon Riesenkürbisse im Anbau, ich hatte auch schon Muskatkürbisse im Anbau. Aber wenn mich eins eigentlich nie enttäuscht hat, dann sind es die Butternuts. Einziges Problem oder einzige Einschränkung dabei ist meiner Erfahrung nach, dass sie eben sehr spät sind. Also ich habe jetzt von denen hier noch keinen gegessen. Das waren heute wirklich die ersten, die ich geerntet habe. Da muss man wirklich meistens bis Mitte, also frühestens Mitte September, teilweise auch erst Ende September, dass da eben die erste Ernte kommt. Da sind Hokkaidos teilweise 4 Wochen früher. Aber die Spaghetti-Kürbis habe ich meistens sogar um den Monatswechsel Juli, August schon. Also da dann auch schon Kürbisse zu ernten. Und dann später eben die Butternut-Kürbisse. Und die sind auch in Sachen Lagerung sehr gut. Bei mir frostfrei, kühl und relativ dunkel lagern sie meistens bis Weihnachten und knapp darüber hinaus. Also so bis Anfang, Mitte Januar meistens. Also Kürbisse bei uns ungefähr 4 bis 5 Monate, die wir die essen können. Von August bis Dezember eigentlich Minimum, teilweise bis Januar. Also da auch in Sachen Selbstversorgung eine tolle Kultur, weil sie eben spät anfängt zu einer Zeit, wo vieles schon nachlässt und dann auch eine relativ lange Zeit noch in der Lagerung ist. Da kommt jetzt sogar die Sonne nochmal raus. Eine Sache wollte ich noch zum Anbau sagen. Nächstes Jahr werde ich auch mal gucken, dass ich ein Video Kürbis von Samenkorn bis zur Ernte mache. Aber so viel schon mal vorweg. Ich sehe die immer Anfang April, meistens zwischen dem 5. und dem 10. April im Gewächshaus. Und dann kommen sie Mitte Mai nach draußen mit einem Abstand von 1 Meter bis 1,50 Meter zwischen den Pflanzen. Und ab dann ist eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ich dünge am Anfang, gerade so im Juni, noch relativ häufig nach, alle 1 bis 2 Wochen. Mal mit Brennnessel ja auch und mal mit flüssigem Gemüsedünger. Und ab dann mache ich eigentlich mit Kürbissen gar nichts mehr, außer warten auf die Ernte. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es heute ein bisschen kürzer war. Aber Erntevideos sind doch immer am schönsten. Abonnieren nicht vergessen, Like-Button drücken, bei Fragen gern rein damit in die Kommentare. Folgt mir auch gerne auf Instagram, bunter.nutzgarten, für jeden Tag neue Updates, ob zu Ernten, Kürbissen oder was auch immer. Und bis zum nächsten Video.